Tut das weh? Ein Heißluftföhn oder ein Brennstab mit über 600 Grad Hitze, damit hier nie ein Horn wächst. Diese Landwirt-Azubis lernen heute bei einem Rinderhaltungskurs am Staatsgutspitalhof in Kempten etwas Unangenehmes. Das Schulungsobjekt, dieses Kalb. Grüß Gott, mein Name ist Marius Götz. Wir haben jetzt heute, wie ihr schon erfahren habt, ein bisschen bei den Kälbern. Und zwar, wir enthornen jetzt heute. Okay. Mit einem Heißluftföhn werden dem 3 Tage alten Kalb gleich die sogenannten Hornknospen verödet. Der Grund? Erwachsene Rinder können in Laufstellen zur Gefahr werden. Sie sollen sich bei Rangkämpfen nicht gegenseitig oder auch den Bauern oder die Bäuerin mit ihren Hörnern verletzen. Landwirte dürfen Kälber enthornen, wenn die Tiere unter 6 Wochen alt sind. Die Lehrlinge erlangen durch diesen Kurs die nötige Sachkunde. Aber ist Enthornen wirklich notwendig? Also die Kühe mit Hörnern im Stall verhalten sich jetzt nicht schlimmer gegenüber den anderen. Eher sind die hornlosen oder enthornten Tiere, die wo halt ein wenig auffälliger sind. Für die kleinen Betriebe ist es noch stemmbar mit den Hörnern, aber wenn man mal wie so Größe mit 200 oder 100 Kühen hat, dann kannst du es nicht mehr machen. Mit den Hörnern ist viel zu gefährlich, die Herden sind viel zu groß, geht nicht mehr. Ausbilder Marius Götz zeigt den Azubis eine Methode, bei der das Kalb laut Studien kaum Schmerzen verspüren soll. Laut aktuellem Tierschutzgesetz müssen beim Enthornen Schmerzen ausgeschaltet werden. Wie ist nicht definiert. Üblich sind, so wie hier, 2 Spritzen. Ein Beruhigungs- und ein Schmerzmittel. Kosten für die Medikamente pro Tier rund 2,50 Euro. Nach knapp 5 Minuten fällt das Kalb in einen Dämmerschlaf. Es ist schon dem Schlaf sehr, sehr nahe, aber es befindet sich nicht im Tiefschlaf in einer Vollnarkose, weil das wäre wiederum ein zu großer Stress, dass das Tier wieder aus der Vollnarkose aufwacht. Dazu geben wir ein Schmerzmittel, das ist ein Depotschmerzmittel, was zum einen jetzt sofort wirkt und aber eben auch die nächsten Stunden noch anhält und Stück für Stück seine Wirkung abgibt. Der Heißluftföhn wird aufgeheizt auf über 600 Grad. Azubi Lena rasiert die Hornknospen frei. Was jetzt kommt, ist keine schöne Arbeit. So, wir setzen jetzt den Heißluftföhn direkt auf die kleine Knospe drauf. Und das machen wir jetzt gut 10 Sekunden. Wir üben einen gleichmäßigen Druck auf. Wir bewegen das Gerät auch nicht. So, jetzt sehen wir, die Knospe ist angesenkt, ist verödet, die Verbindung zum Hornansatz ist unterbrochen. Das heißt, das wird einfach nicht weiter wachsen. Das macht keiner gern und man härtet einfach irgendwann ein bisschen ab, aber so ganz hat man schon das Mitgefühl fürs Kalb selber auch. Wenn man darüber nachdenkt, wie man das früher gemacht hat, ohne Betäubung, ohne gar nichts, den Meckel richtig festgehoben und das Horn rausbrannt, das ist ja nur eine andere Liga, finde ich. Und jetzt, das ist schon tragbar. Mittlerweile gibt es immer mehr genetisch hornlose Rinder. Doch bei Braunvieh ist der genetische Pool an hornlosen Tieren noch klein. Inzuchtgefahr. Deswegen wird hier noch relativ oft enthornt. Ortswechsel. Anton Schmauser hat in seinem Stall Fleckvieh. Bei dieser Rasse ist die Hornloszucht schon weit verbreitet. Doch auch hier muss manchmal noch ein Kalb enthornt werden. Wir sind komplett 100% genetisch hornlos. Aber wir haben halt immer noch welche, die wo halt noch, weil die Mutter halt nicht hornlos ist, noch gehören sind. Und die müssen wir halt noch enthornen. Und das sind ungefähr nur ca. 30%, wo wir hier noch enthornen müssen. Eine gemischte Herde mit unbehornten und behornten Tieren will Anton Schmauser nicht. Unter den Kühen soll bei Rangkämpfen sozusagen Waffengleichheit herrschen. Heute kommt sein Bruder, Tierarzt Michael Schmauser, vorbei. Diese 2 Kälber wurden mit Hornanlagen geboren und werden gleich mit einer aufwendigeren Methode als üblich enthornt. Komplett schmerzfrei. Sie bekommen eine 3. Spritze, eine Lokalanästhesie, also eine örtliche Betäubung, die nur ein Arzt spritzen darf. So schreibt es die Molkerei vor, die Landwirt Schmauser beliefert, im Rahmen eines Tierwohlprogramms. Dafür bekommt der Landwirt einen höheren Milchpreis. Und die Kälber spüren keinen Schmerz mehr.
Am besten vergleichbar ist es mit einem Zahnarztbesuch bei einer, sag jetzt mal, Zahnbehandlung, Wurzelbehandlung. Da gibt es ja auch eine Spritze, eine Schmerzbehandlung, eine Lokalanästhesie, das ist sogar dasselbe Mittel. Und bewirkt im Prinzip dieselbe Schmerzausschaltung. Man hält es aus, man kann, ist noch dabei, man kriegt es mit, aber man merkt den Schmerz nicht. In Zukunft soll die Lokalanästhesie für alle Betriebe verpflichtend werden. So steht es im Entwurf für das neue Tierschutzgesetz. Bioverbände schreiben die dritte Spritze jetzt schon vor. Bedeutet sie wirklich weniger Tierleid? Also aus tierärztlicher und aus Tierschutzsicht ist es zu begrüßen, dass es mit Lokalanästhesie zukünftig enthornt wird. Der Grund ist einfach, die Studien, die in den letzten Jahren haben gezeigt, dass die Schmerzausschaltung deutlich intensiver oder effektiver ist als ohne Lokalanästhesie. Hier werden die Hornknospen nicht mit einem Heißluftföhn ausgebrannt, sondern mit einem Brennstab. Das Enthornen dürfen die Landwirte weiterhin selbst machen. Das spart Geld, weil der Tierarzt nach Arbeitszeit bezahlt wird. Würde der Tierarzt alle Arbeitsschritte des Enthornens übernehmen, würde das pro Kalb rund 32 Euro kosten. Zurück an den Spitalhof in Kempten. Nach dem Veröden wird üblicherweise ein Antibiotikaspray auf die verbrannte Hornknospe aufgetragen. Fertig. Alles nach jetzigem Recht tierschutzkonform. Aber wäre das Enthornen mit Lokalanästhesie nicht besser? Es ist halt ein gewisser Mehraufwand und Mehrkosten, die man dadurch zu tragen hat. Ich sehe es ein bisschen zweigeteilt. Zum einen muss letztendlich der Konsument die Mehrkosten auch irgendwie mittragen wollen und können, wenn er solche Produkte kauft. Das ist derzeit ja ein bisschen schwierig, also muss man gucken. Zum anderen ist es fürs Tier selber vielleicht noch mal ein bisschen schonender, als es eh schon ist. Nachdem ich ja beide Ansichten kenne, durch unseren Biobetrieb und durch meinen Lehrbetrieb auch, sie ist einfach fürs Kalb einfach besser, die lokale Betäubung. So, wir schauen mal, dass hier vorne ein schön sauberes Stroh ist, dass schön frei ist, dass das Tier auch genug Platz hat zum Atmen und lassen es so jetzt in Ruhe die nächsten Stunden wieder aufwachen. Wann das neue Tierschutzgesetz kommt, ist noch unklar. Aber schon jetzt kann jeder Landwirt freiwillig, mit mehr Aufwand und Kosten, aber weniger Schmerzen, seine Kälber enthornen. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.